Hallo, liebe Eltern, und ein liebes Hallo an alle da draußen, die sich wieder für das Thema Kinderfüße, Kinderschuhe, Füße im Allgemeinen interessieren und heute wieder mal zuschauen. Auch für heute habe ich mir ein tolles Thema wieder ausgedacht. Nicht ausgedacht, sondern sagen wir einfach mal die logische Konsequenz aus einem der letzten Videos. Nämlich, warum kaufen so viele ihre Schuhe falsch? Wen es interessiert, der bleibt einfach dran. Ich würde mich freuen. Bis gleich. So, und da bin ich wieder mit einem tollen, spannenden Thema, was natürlich auch viele Erwachsene interessieren wird. Es ist natürlich auch, und das zeigt immer wieder auch hier im Kinderschuhladen, dass wir immer wieder feststellen müssen, dass leider auch viele, viele Mamis falsche Schuhgrößen tragen. Das ist ja immer so, wenn Kinder nicht unbedingt Bock haben, auf unser tolles elektronisches Fußmessgerät zu gehen, bietet sich ja mal sehr gerne dann ein Elternteil, meistens ist es halt die Mami, die mit dabei ist, bietet sich dann sehr gerne als ein Elternteil mit an, um sozusagen dem Kind zu demonstrieren, guck mal, hier passiert nichts, ist alles ganz harmlos und jetzt messen wir einfach mal bei der Mama die Füße. Wenn wir dann sozusagen im Kundengespräch dann der Mama noch erklären, was die Fußgröße ist und was dann eigentlich der Unterschied zur Schuhgröße ist, stellen wir in den 99% aller Fälle fest, die Mama trägt Schuhe, die ihrer Fußgröße entsprechen, was aber nicht eigentlich ihre Schuhgröße sein müsste. So, und damit stellt sich natürlich für viele jetzt oder für uns insbesondere auch die Frage, warum passiert das? Hintergrund ist natürlich auch, muss ich ganz ehrlich sagen, viele kaufen Schuhe nach Optik, mitunter jetzt auch in der letzten Zeit mehr nach dem Wohlbefinden, den ich in einem Schuh verspüre. Aber kaum einer nimmt eigentlich Notiz davon, dass die Schuhe auch für die Erwachsenen immer einen Ticken größer sein müssen als der Fuß an sich. In einem der letzten Videos hatte ich das schon mit angesprochen, dass sich Füße also im Laufe des Tages verändern. Früh sind sie ausgeruht, relativ entspannt und durch die Belastung des ganzen Tages mit Laufen, Stehen und so weiter verändert sich der Fuß und er wird halt immer in Ticken größer und mitunter auch ein bisschen voller, weil sich sozusagen Wasser in den Füßen einlagert. Das ist bei den Kindern nicht viel anders, nur bei den Kindern kommt ja eben noch halt mit dazu, da wachsen die Füße und das ist ja das große Kriterium. Das ist bei den Erwachsenen natürlich nicht der Fall, aber Beispiele auch aus dem letzten Video im Bildmaterial haben gezeigt, dass Erwachsene, auch gestandene, ältere Leute Schuhe einfach verkehrt kaufen. Und dabei fragt man sich, ist es jetzt einfach nur die Optik oder warum quetsche ich meinen Fuß in so ein viel zu kleines Ding? Also für uns jetzt als Fachtanten sage ich mal immer so, das ist so dieses große Geheimnis, warum macht man das? Das ist natürlich auch im Laufe der Zeit, im Laufe der geschichtlichen Entwicklung des Menschen auch Schuhformen gegeben hat, die nicht immer gut für die Füße gewesen sind. Das sei jetzt mal ganz unbestritten. Da spielt natürlich dann immer wieder der modische Aspekt eine große Rolle. Wenn ich zum Beispiel an die Schnabelschuhe des Mittelalters denke oder an die Kuhmalschuhe, die es dann also auch da noch mitgab, da streiten sich ja heutzutage auch noch viele Historiker oder beziehungsweise Geschichtslehrer, warum das damals so gemacht wurde. Aber es war einfach Mode. Und so spielt auch Mode heutzutage eine große Rolle. Wobei, ich meine, jetzt gerade im 21. Jahrhundert ist es alles viel entspannter. Die Schuhe sind sportlicher geworden, die Sohlen sind weicher geworden. Wir reden schon seit Jahren fast nur noch von Barfußschuhen. Fast jeder möchte nur noch Barfußschuhe. Und trotzdem gibt es immer noch viele Schuhformen, die sozusagen prädestiniert dafür sind, dass man dort die Schuhe zu klein kauft. Der eine ist zum Beispiel der typische Ballerina. Da gab es auch so ein Bildbeispiel in meinem letzten Video, wo also wirklich alles ein bisschen klein gepresst und viel zu kurz war, wo der Fuß zum Abrollen überhaupt keinen Platz hatte.
Und das liegt natürlich mit daran, weil der Ballerina, ich nehme jetzt einfach mal ein Beispiel aus unserem Sortiment, weil der Ballerina relativ offen ist. Ja, man hat also wenig Halt im Schuh, weil nur, wie sagt man so, ein unterer kurzer Schaft hier sozusagen das Herausrutschen aus dem Schuh zurückhalten würde. Also der Fuß hat wenig Halt und deswegen kaufen viele Frauen kaufen diesen Schuh besonders gern zu klein. Da nehme ich auch den anderen Verwandten, den Pumps, nicht aus, der dann sozusagen mit einem schicken Absatz daherkommt, der manchmal bis ins Uferlose geht. Auch da ist das Problem dasselbe. Wir haben eine kleine, kurze Auflagefläche. Der Rückhalt ist nicht besonders groß und damit meint man auch immer, Schuhe kleiner kaufen zu müssen, damit der Rückhalt da ist. Was immer hier vergessen wird, ist A, dass sich der Fuß verändert im Laufe des Tages und B, dass natürlich auch da die Zehen wollen auch gerne Platz haben. Auch in so schicken, modischen Schuhen wie eben halt dem Ballerina oder seinem großen Schwesterchen, dem Pumps. Warum hat man den Pumps erfunden? Ganz einfach, weil es schicker aussieht, weil es die Körperhaltung verändert, weil man läuft einfach stolzer. Und zum Beispiel waren Schuhe mit Absatz im Mittelalter oder gerade zu Zeiten des Rokoko zum Beispiel der herrschenden Klasse, dem Adel, vorbehalten und natürlich da wieder auch vorrangig den Herren. Also die Herren trugen immer die höheren Absätze als die Damen. Man sollte es nicht glauben. So, aber zurück zu unserem Thema hier. Diese Schuhform an sich ist schon mal prädestiniert dafür, dass man die gerne zu klein kauft. Und das heißt immer, auch hier sollte ich nach Möglichkeit, was in den seltensten Fällen in der Damenabteilung der Fall ist, auch mal gerne eine Sohle rausnehmen und mich dort draufstellen. Hier kann ich es machen, weil im Kinderschuhbereich oder Jugendschuhbereich ist das eigentlich fast gang und gäbe. Und ich sag mal sozusagen, auch hier könnte man dann immer feststellen, wie weit bin ich denn vorne? Die Grundlage ist eigentlich dessen, dass man immer davon ausgeht, ich habe zum Beispiel im Sportschuh oder im Ballerina habe ich eine 37, jetzt kaufe ich meinen Sportschuh auch in der 37. Wir bedenken dabei oft nicht, dass sozusagen alle Schuhtypen unterschiedlich ausfallen. Das, was Sie jetzt hier sozusagen als Größe aufgedruckt haben, ist kein Dogma. Das ist ein Hinweis, das ist eine Orientierung, aber es ist kein feststehendes Kriterium. Denn es heißt, oder jeder weiß es auch, jeder Schuh, den ich in der Größe 37 probiere, das kann vom selben Lieferanten sein, das kann vom anderen Lieferanten sein, es kann ein unterschiedlicher Schuhtyp sein. Jeder Schuh fällt anders aus. Und diese simple Wahrheit wird zum Beispiel gar nicht berücksichtigt. Ja? Man kauft zum Beispiel den Sneaker, den Ledersneaker, in derselben Schuhgröße wie der Sportschuh ist. Dabei ist der Sportschuh wieder nach amerikanischen Größen gefertigt. Selbst die europäische Umrechnung entspricht nicht der Schuhgröße im Lederschuh. Das vergessen so viele und deswegen sieht man auch gerade bei den Herren mitunter Füße in Schuhen stecken, die viel, viel, viel zu kurz sind. Schuhformen haben wir auch schon gehabt. Ich sprach schon den Schnabelschuh an, den Kuhmaulschuh und so weiter und so fort. Und die waren natürlich alle schon, bevor es irgendwelche orthopädischen oder gesundheitlichen Maßnahmen gab, die eigentlich für das Fußwohl kamen oder bedeuten sollen. Jetzt gab es natürlich aber auch in der Neuzeit relativ spitze Schuhmodelle, die sozusagen den Frauenfuß dann doch in eine Richtung gedrückt haben, wo es dann mitunter schon nicht mehr bequem war. Dazu zeige ich dann hier gleich nochmal eine Abbildung. Relativ bequem waren immer der Karree-Schnitt. Karree-Schnitt bedeutet ja immer, man hat ein Karree, eine Ecke, also ein Viereck. Ein Viereck nicht, es ist also eine Ecke, ein U, eine U-Form, die also unterschiedlich breit gearbeitet wurde und mit der man sozusagen den Zehen genügend Freiraum eingeräumt hat, bis zu einem gewissen Grad. Dass die dann natürlich auch dort vorne
leicht enger wurden, ließ sich aufgrund des modischen Erscheinungsbildes leider nicht vermeiden. Und die Mode spielt ja auch heutzutage immer noch eine riesengroße Rolle. Ich glaube, das sieht man dann auch immer mal, gerade in Modezeitschriften und auf der Straße, mit was heutzutage als Schuhwerk sozusagen auf der Straße posiert wird. Nicht immer ist es gut, wichtig ist vor allen Dingen, meine eigene Fußgröße zu kennen, um dann zu wissen, welche Schuhgröße leite ich denn daraufhin ab. Hintergrund ist natürlich auch wieder, dass man das weiß, dass ich auch weiß, worauf muss ich denn achten? Achte ich jetzt auf die Absatzhöhe? Achte ich mehr auf die Bequemlichkeit? Was ist mir wichtiger? Ist es die Optik oder ist es meine Gesundheit? Und da dürft ihr jetzt gerne mal zu Hause den Gang zum eigenen Schuhschrank machen und mal überprüfen, malt doch mal euren Fuß ab und steckt dieses vorgeformt oder diese ausgeschnittene Sohle, es darf gerne ein bisschen Pappe oder Karton sein, steckt die doch mal in eure vorhandenen Schuhe und schaut mal, ob da was passt oder nicht passt und rechnet dann noch einen Freiraum von 7 mm minimal mit dazu, weil nämlich auch euer Fuß braucht Platz zum Abrollen. So, über das Ergebnis bin ich dann sehr gespannt. Wir haben ja schon in diversen Kontakten, gab es schon mal Antworten und Fragen zu unseren Videos. Über ein ehrliches Feedback bin ich jetzt wirklich mal gespannt, was dann sozusagen als Antworten dann in mein elektronisches Postfach eintrudelt. An dieser Stelle sei auch noch mal dran erinnert, abonniert gerne den Kanal, wenn ihr sozusagen immer auf dem Laufenden sein wollt, was das Thema angeht. Vorteil ist natürlich, das ist ein Abo, was mal nichts kostet. Ne? In diesem Sinne, bleibt gespannt, bleibt neugierig und dann sehen wir uns gerne beim nächsten Video.